Wir sind hier in der Elysischen Feste. Hier gab es gestern ja so ein Rat und sie hat die einzelnen Wächter zu ihren Tempeln geschickt Ihr und habt wir Fragen. müssen jetzt die Schutze der Bastionen untersuchen. Die Schutze der Bastionen untersucht die Tempelschutze in der Elysischen Feste. Findet eure Reinheit. Kann ich hier reiten? Ja, kann ich. So, dann da drüben, da hoch oder was? Kann ich da dann rüberspringen oder? Schutz der Der Schutz Loyalität. des Tempels der Loyalität ist aktiv. Die Kurianer, die dort über ihre Pflichten meditieren, sind sicher. Okay. Seltsam. Der Schutz der Reinheit ist deaktiviert. Das muss die Großinvasion der Verschmähten ermöglicht haben. Aha, und wenn wir jetzt noch einen finden, ist da wahrscheinlich die nächste Invasion. Der Schutz der Demut ist stark. Doch vielleicht sollten die Verschmähten die dort gelehrten Lektionen noch einmal lernen. Die früheren Erinnerungen aller Kyrianer ruhen im Tempel der Weisheit. Ich bin erleichtert, dass sein Schutz hält. Der Schutz des Mutes hält. Ach, was für eine Erleichterung. Und jetzt? Narren! Die Verschmähten werden über die Archon siegen. Ach, Uta, was machst du denn? Schnell! Wir müssen den Polemarchen warnen. Also, was haben wir hier eigentlich? Waffenschmied von Natria. Normal. Ich habe Sachen, die interessant sein könnten. Ui, 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 ui. Aha. Eure Kundschaft ehrt mich. Meine Waren für euch. Schlachtzugbrowser. Bis zum nächsten Mal. Das ist natürlich auch geil. Da bekommt man scheinbar irgendwelche Ich hoffe, etwas Marken, davon ist nützlich. höchste Anima-Perle. Und die kann man dann eintauschen gegen Gegenstände und Waffen. Nächstes Mal habe ich mehr. Das ist natürlich sehr gut. Da kann man sich dann selbst aussuchen, was man haben möchte. Aber Schlachtzug ist ja, glaube ich, noch keiner aktiv, oder? Schlachtzüge, Schattenlande. Ich weiß nicht, ob die schon aktiv sind. Wünscht ihr eine Aufgabe? Gefahr in Verzug. Sucht Tanikos in Xandrias Wacht auf. Cassius wird euch einen Larion zuweisen. Geht jetzt. Okay. Ja, Polemarch. Möge die Archon über uns wachen. Du Ihr werdet sollst mir hier gesehen. so ein Vieh zuweisen. Unsere Wache geht weiter. Larion heißen sie. So, der Tempel des Der Verschmähte, der Mutes. den Schutz zerstört hat, das war der aus Lysonias Erinnerung. Hier Ihr drüben. Pakt mit dem Schlund wurde vor ihm geheim gehalten. Ob die anderen Verschmähten auch nichts davon wissen? Ja, das kann natürlich sein. Weil ich glaube, Uta In wird. diesem Fall würde bei der Archon. Claire, seht! Was, wo? Der Schutz wurde wie vereinbart sabotiert. Gut, unsere Freunde wollen los. Die Kyrianer-Tempel und die Herrschaft der Archon werden fallen. Ist das Naxxramas? Schön, dass ich nicht allein bin. Die Maldraxxi haben ohne Vorwarnung angegriffen.
Aha. Ihr sprecht mit der Hand. Sprich mit der Hand, genau. Jetzt oder nie erobert Xandrias Wacht zurück. Mein Leben für das Paragon. Okay, ich stehe euch bei. Xandrias Speer, ihr brecht euren Eid an Maldraxxus Lich. Euch wird Gerechtigkeit widerfahren. Und wehe, wir kriegen keine Erfahrungspunkte dafür, wenn wir die killen. Echt jetzt? Dann kann ich mich auch einfach so hinstellen und nichts machen. Ja, das sind immer wieder scheiß Quests und Szenarien, wo man fürs Gegner killen keine Erfahrungspunkte kriegt. Ich begehe keinen Verrat. Mein Meister verlangt, dass die Bastion fällt und die Leichen der Kyrianer für unsere Armeen dienen. Ihr und eure Leute werdet die Ersten sein. Sakrileg! Los, schön vor und sichert den Tempel! Der greift doch jetzt bestimmt auch an hier. Ihr habt meine volle Aufmerksamkeit. Freunde, ich bringe Hilfe! Ah ja. Ihr sprecht mit der Hand. Zerreißen und zerfetzen. Töte Truppen vom Haus der Konstrukte. Hier haltet drüben. Die Augen offen. Unser Feind hat keine faszinierende Ehre. Schrottverwertung. Berg den Animakonflux, die Ewigkeitspanzerung und den Archonischen Resonator. Je eher ihr diese Teile findet, desto eher kann okay. Der Koloss dabei helfen, ihre Flieger zu beseitigen. Was? Keine Prozente für den dicken Aim. Was soll denn das jetzt hier? Neu formieren, rettet 6 gefangene Kyrianer. Rettet so viele Kyrianer wie möglich. Stellt euch mir! Wir kriegen für die keine. Ich habe einen Teil ihrer Anima. Sie wird eure Wunden heilen, wenn ihr euch nähert. Okay, also, killen wir mal den hier. Der 1%, also bitte. Ein Prozent. Leut. Wie viel bringt der? Das 6%, okay. Eine Niederlage. Und 2%. Ja, keine Ahnung, warum der erste so wenig gebracht hat. Das Licht der Archon leuchte euch. Hilfst du uns jetzt? Nö. Schwingenschinde der Grausame. Alter! Der ist Level 61. Ja. Muss aufpassen. So knapp.
Sollen wir hier eigentlich jetzt weiter mitmachen oder? Boah, Leute. Anima versorgt alles in der Bastion mit Energie. Auch die mächtigen Kolosse. Dies wird helfen, seine Ladung zu erhalten. Ich sag mal, wir können ja mal mitmachen. Damit der Paladin etwas besser drauf ist. Warum trifft er uns denn bis hier hinten? Das ist ein Level 52er. Liegt eine Rüstung des Gefallenen. Ei. So darf es nicht enden. Ich lasse so gesehen gerade den Hortler hier für mich killen. Und 9450 Erfahrungspunkte gekriegt dafür, dass wir den jetzt mitgekillt haben. Das ist geil. Schleudert euch eine kurze Distanz in die Luft und breitet magische Flügel aus. Kann nur im Freien in den Schattenlanden eingesetzt werden. Das ist geil. Ist das einmalig benutzbar oder... Armes Töftöf. Was ist das für eine Rüstung? Absorbiert 13.000 Schaden. Okay. Hier drüben. Schnell. Ja, ich komme ja schon. Oh, da. Ihr müsst mal kurz herkommen. Ist es aber. Der Archon sei Dank. Ihr seid gekommen, während ich noch atme. Naltor ist wahrlich mächtig, wenn seine Magie diese Panzerung durchdringen konnte. Er wird nicht leicht zu besiegen sein. Aha. Da ist einer zum Befreien. Was liegt hier jetzt? Auch gesegnete Rüstung des Gefallenen. Ich finde es halt immer so geil, wir befreien die und dann hauen sie ab. 630 Erfahrungspunkte. Das ist ordentlich. So, wir brauchen jetzt noch zwei von denen hier. Billiges Kriegsfleisch. Wir sind bei 69%.
Der bringt 10%. 8% auch gut. Kann man mit leben. Was ist das? Kann ich da durchlaufen? Ja. Oh. Hat das Ding jetzt etwa Schaden bei dem verursacht? So. Den hier befreien. Dann brauchen wir noch einen. Okay. Und wir brauchen den Holmons. Das ist zu weit entfernt. Was sind das eigentlich hier oben? Faulschwingpestilenz. Flederflügelhetzer. Kill doch erstmal den anderen. Du musst doch nicht immer den angreifen, den ich auch angreife. So, das ist abgeschlossen. Wir brauchen jetzt noch den einen hier. Ja, wir nehmen den hier. Und was ist das da vorne? Das Ding. Verbeugt euch vor meiner Macht! Das müssen wir noch nehmen. Dies ist eins von Mechanikos besten Werken. Es kanalisiert Anima direkt zu Energiestößen. So, und da vorne. Tapfere Recke. Okay. So, wir haben alle Quests fertig. Ich will jetzt noch die eine Truhe da drüben holen. Die der eine wahrscheinlich auch im Blick hat. Das ist aber nett. Dankeschön. Wir stellen uns mal hier an die Seite. Und morgen machen wir weiter.